Ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem Montagmorgen. Es ist der 12. Oktober 2020 und wir starten in eine neue Woche und wir können das gemeinsam tun. Ich freue mich drüber. Es geht heute im Evangelium um eine kurze Stelle, wo immer mehr Menschen zu Jesus kommen, bei Lukas aufgeschrieben im 11. Kapitel. Und dann sagt Jesus, diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Und wir wissen ja, dass sich die Einwohner von Ninive nach der Predigt des Jona bekehrt haben und dass sie im Grunde Gott geglaubt haben und dadurch ihre Stadt gerettet haben. Und dann sagt Jesus hinterher, die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber, ist einer, der mehr ist als Jona. Also Jesus selber ist das Zeichen. Die Leute fordern ein Zeichen, aber Jesus selber ist das Zeichen. Und es kommt darauf an, ihm wirklich total zu vertrauen, so wie ein Kind dem Vater oder der Mutter ganz, ganz tief vertraut. Ich stelle mir immer vor, so ein kleines Kind, so ein kleiner Junge, der läuft einfach die Mauer hoch und rennt ganz nach oben und spürt auf einmal, dass er Angst kriegt, weil es so hoch geworden ist. Und die Mama oder der Papa, die stehen dann unten und die sagen zu dem Kleinen, nun spring doch, ich fange dich auf. Und der Kleine kann noch so viel diskutieren. Ja, der Papa wird er mich halten, die Mama hat die Kraft genug. Das hilft alles gar nicht, sondern es braucht diesen Schritt des Vertrauens, dann mich einfach zu verlassen und wirklich den Sprung zu wagen. Und wenn der Kleine oder die Kleine dann den Sprung wagt, dann auf einmal machen sie die Erfahrung, getragen zu sein und wirklich aufgefangen zu werden. Madeleine Del Brell, sie hat einmal gesagt, auf 100% Sicherheit zu warten, das verurteilt uns dazu, einen Sprung nie zu wagen. Also es kommt wirklich darauf an, dass ich mich verlasse. Die Angst muss ich loslassen, muss ich verlassen und auf Jesus darf ich mich neu aktiv verlassen. Ich weiß, dass heute einige eine gar nicht so leichte Prüfung vor sich haben und Bammel davor haben. Macht euch nicht fest an der Angst, verlasst die Angst und verlasst euch auf Jesus. Wenn wir das tun, dann kann unser Glaube an ihn wachsen. Und deshalb das Motto für heute: Vertrau und spring. Trust and jump. Euch einen guten Tag.